In welchen Texten bzw. in welchen Textgattungen begegnet das Thema Tod und Auferstehung im Neuen Testament? Also das Grundsätzliche ist erst einmal, dass das Neue Testament aus unterschiedlichsten Schriften besteht und diese unterschiedlichsten Schriften eigentlich alle an historische Gelegenheiten geknüpft sind. Das heißt, das sind pastorale Schriften, die eine gewisse Intention haben, also einen gewissen Adressatenkreis, mit dem sie sich auseinandersetzen wollen. Und da haben wir einmal sehr viele Briefe und die ganze Briefliteratur, wo wir unter anderem die paulinischen Briefe haben. Und dieser Paulus, der schreibt an größtenteils in seinen sogenannten echten Briefen, also die er auch verfasst hat, an Gemeinden, die er gegründet hat, Ausnahme ist die Römergemeinde, und versucht, diese Gemeinden ja theologisch mitzunehmen und ihnen gewisse Sachen zu erklären. Da spielt das Thema Auferstehung eine ganz besondere Rolle, weil es eigentlich Teil des Urkerygmas ist, also der Urverkündigung. Und da haben wir viele kleine sogenannte Formeln, wir nennen das diese Pistis-Formeln, also Glaubensformeln, wo von dem Tod und der Auferstehung Jesu schon berichtet wird. Das ist also dieses Urkerygma, wo man dran glauben soll. Ja? Jetzt haben wir aber nicht nur diese Briefe, sondern Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben auch andere Gattungen. Wir haben vier Evangelien, vier kanonische Evangelien im Neuen Testament und die sprechen in unterschiedlicher Art und Weise auch von Auferstehung. Einige etwas ausführlicher, das älteste, das Markus-Evangelium übrigens nur in einem ganz kleinen Vers, in einem einzigen Punkt und ganz am Ende des Evangeliums. Also müsste man schon fragen, warum ist das größte Wunder des Christentums nur in einem Vers, eigentlich in einem einzigen Wort, Geiro ist das griechische Verb dort, benannt worden. So, und dazu muss man wissen, diese Evangelien sind jetzt auch an Gemeinden geschrieben worden. Das sind also nicht Schriften, die versuchen, Nichtgläubige vom Glauben zu überzeugen, was man ja eigentlich immer denkt, sondern das sind Schriften, die sind an Gemeinden geschrieben, die schon einen gewissen Glauben haben und die wollen jetzt ihre Art des Glaubens klar akzentuieren. Und aus dieser Brille, auch aus einer nachösterlichen Brille, den Glauben vorausgesetzt, interpretieren die das Jesus-Ereignis, die Jesu-Geschichte und auch Jesu-Tod und Jesu-Auferstehung. Und das tun sie in ganz unterschiedlichen Art und Weise. Also da nimmt diese Jesusfigur auch eine ganz andere Rolle jeweils ein. Ne? Vom Menschensohn, der vielleicht dann auch zurückkommt, bis hin zum Logos. So, und da ist dann die Auferstehung ganz unterschiedlicher Form parat. Interessant ist vielleicht noch als abschließenden Satz, dass die Auferstehungsgeschichten immer weiter ausgeschmückt werden. Also dieser Jesus wird, während er beim Markus-Evangelium nur kurz erwähnt wird, dass er auferstanden ist. Also die Frauen kommen zum Grab und finden eben nicht den Leichnam vor, finden dort einen Jüngling, vermeintlich dann als Engel interpretiert. In den anderen Evangelien haben wir durchaus auch den Auferstandenen, der dann den Jüngern und anderen Personen, noch der Maria, dann erscheint. So, das haben wir aber im Markus-Evangelium zum Beispiel nicht. Aber da können wir ja gleich vielleicht noch mehr drauf eingehen. Man muss dazu sagen, es gibt neben den vier kanonischen Evangelien ganz viele andere Evangelien und da wird im Prinzip, werden die Wundertaten Jesu und auch die Auferstehung werden immer weiter ausgeschmückt. Also das ist klar, dass dieses, ich sag mal, heißeste Event im Urchristentum immer weitere Geschichten hervorgerufen hat und ganz interessant war im Prinzip. Wir haben aber auch Quellen, vielleicht das nur am Rande, wo die Auferstehung Jesu gar nicht so im Vordergrund steht. Da gehen wir dann eher in gnostische Strömungen rein, aber vielleicht kommen wir dann nachher noch zu.